Mädels, herzlich willkommen zu eurem Gottesdienst. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, dass ihr nur noch eine Woche habt, bis die großen Sommerferien beginnen. Und auch während dieser Zeit werden wir ganz tolle Videos für euch drehen, die ihr hier im YouTube-Kanal von der Leuchtfeuergemeinde findet. Schaut einfach mal vorbei, eure Eltern wissen bestimmt Bescheid. Und heute geht es darum, mal so richtig mutig zu sein. Den ersten Schritt zu wagen, obwohl man die weiteren Schritte noch nicht kennt. Den Weg zu gehen, obwohl hinter der Kurve noch alles geheimnisvoll ist. Wusste ich mit 10 Jahren zum Beispiel, dass ich Matthias heiraten würde? Oder als ich Matthias geheiratet habe, wusste ich, dass ich euch kennenlernen würde? Und wusste ich, als ich euch kennengelernt habe, dass ich... was eigentlich? Wie ist das bei euch? Wusstet ihr mit 3 Jahren schon, wo ihr mit 10 Jahren sein würdet? In welche Klasse und auf welche Schule ihr geht? Wusstet ihr, wie viele Geschwister noch nach euch kommen oder welche Hobbys ihr haben würdet? Nein. Und das ist vollkommen richtig so. Wichtig ist nur, dass ihr jeden einzelnen Schritt geht, auch wenn ihr nicht genau wisst, was hinten bei rauskommt. Denn alle großen Sachen haben mal klein angefangen, wie zum Beispiel ein Apfelbaum. Der winzig kleine Apfelkern wird zu einem großen Baum. Und genauso ist es auch bei euch. Wenn ihr heute Dinge tut, werden sie sich zu großen Dingen entwickeln. Genauso wie ich in meinem Garten begonnen habe, eine Gurkenpflanze einzusehen. Im Moment sieht man nur Blätter und noch keine Frucht, noch keine grüne Gurke. Aber ich verrate euch was, ich habe mich trotzdem getraut zu sehen, denn ich setze auf die Ernte. Genauso wie ich davon ausgehe, dass ich nach einer Zeit richtig leckere Gurken ernten werde, könnt ihr davon ausgehen, dass jeder eurer Schritte zählt. Und deswegen ermutige ich euch, einfach mal etwas Mutiges zu tun, ohne dass ihr wisst, was bei rauskommt. Es ist ganz normal, dass ihr Angst habt. Lasst euch davon einfach nicht beeindrucken. Sagt einfach Entschuldigung, wenn ihr das Gefühl habt, ihr solltet euch entschuldigen. Oder ihr sagt eurem besten Freund mal, wie cool ihr ihn findet. Oder ihr helft einfach mal im Haushalt. Auch das kann ganz schön mutig sein. Wichtig ist für euch zu wissen, dass jede große Sache mal klein angefangen hat. Ihr möchtet eine berühmte Tänzerin werden? Dann tanzt. Ihr möchtet, dass Menschen gesund werden? Dann betet für sie. Ihr möchtet gerne freihändig Fahrrad fahren? Dann fahrt Fahrrad. Oder ihr möchtet gerne Gott mal so richtig spüren? Dann sagt ihm das. Und zum Abschluss spielen wir noch ein Spiel zusammen. Ich zeige euch einen Ausschnitt eines Bildes, auf dem ein Gegenstand zu sehen ist und ihr müsst raten, um welchen es sich handelt. Ihr werdet sehen, manchmal ist es ganz schön schwer und manchmal auch ziemlich einfach. Fühlst du dich manchmal einsam und allein? Oder war jemand zu dir ganz doll gemein? Der Vater im Himmel sagt, geliebtes Kind, ich lass dich nicht alleine, ganz bestimmt. Du bist ein Königskind, das ändert sich niemals. Du bist ein Königskind, du bist mein geliebtes Kind. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Glaubst du, wenn jemand etwas Schlechtes sagt, das stimmt? Wo doch der Vater im Himmel sagt, ich liebe dich und ich bin es, der deinen Wert bestimmt. Du bist ein Königskind, das ändert sich niemals. Du bist ein Königskind, du bist mein geliebtes Kind. Ich bin fröhlich und mein Herz, es jubelt laut. Meines Papas Stimme, die ist mir vertraut. Der Vater im Himmel freut sich über mich. Er kennt mich durch und durch, ich bin sein Kind. Ich bin ein Königskind, das ändert sich niemals. Ich bin ein Königskind, ich bin dein. Ich bin ein Königskind, das ändert sich niemals. Ich bin ein Königskind, ich bin dein geliebtes Kind. Achtung! Ich bin ein Königskind, das ändert sich niemals. Ich bin dein geliebtes Kind.
Wow, manche Sachen waren ganz schön knifflig. Aber ihr habt bestimmt auch festgestellt, dass es manchmal gar nicht wichtig ist, alles zu sehen. Und trotzdem gab es das große Bild. Vertraut einfach darauf, dass Gott euer Leben kennt und das Beste für euch möchte. Ihr müsst nicht alles sehen und jetzt schon verstehen. Und trotzdem ist es gut. In diesem Sinne wünsche ich euch richtig geniale Sommerferien. Und wir sehen uns. Ciao.